aus der NBA. Und natürlich die Dennis Schröder über für Daniel Theiss und die ersten deutschen Punkte. Die Chemie dieser beiden, dieser Pick-and-Roll-Kombo, unangefochten. Schröder also zu Beginn verantwortlich für Shai Gilgeous-Alexander. Die Deutschen, die sowieso auf einigen Positionen dann von oben switchen. Wir haben jetzt gerade Andy Obst gesehen, der RJ Barrett, der eng verfolgt, und Kelly Olynyk jeweils durchlaufen. Obst über RJ Barrett. RJ Barrett mit einem kleinen Damn hinterher. Dachte eigentlich, er ist da nah genug dran an Andy Obst, aber da reichen schon wenige Zentimeter. Dylan Brooks mit der Attacke nutzt seine Körperlichkeit, auch wenn er hier verfehlt. Wagner nach dem Pass von Dennis Schröder. Also es geht früh um die Grizzlies. Positive Überraschung der NBA waren. Jetzt schauen wir erstmal auf Franz Wagner mit dem Cut. RJ Barrett mit dem Spin und den Punkten. Das erste Viertel ist rum, alles ausgeglichen hier. SGA, der da oben navigiert beim Pick and Roll. RJ Barrett aus der Ecke. Fitz. Dann wieso nicht auch mal von NBA Range. Lou Dort. Abrissbirne. Boah, Dennis Schröder, No-Look-Lob für Daniel Theiss. Dennis Schröder, NBA Range. So ungefähr. Dritter Korb zwischen Bonga und Paul. Da ist Schröder in der Transition. Thiemann gegen Barrett. Hier die deutsche Nationalmannschaft in der Presse sehen. Und Barrett gegen Mo Wagner. Alexander Walker mit dem Kick-Out-Pass. Barrett für drei. Wieder die Pressverteidigung der deutschen Nationalmannschaft. Der weit offene Wurf aus der Ecke für Hallo gegen Ejim. So in den Entry Pass. Kanadier switchen abseits des Balles an die Obst für drei. Aber sechs. Ersten Viertels Alexander Walker genau in die Hände von Thiemann hinter den Rücken von Kremer. Das ist ein typischer David Kremer. Mehr David Kremer bekommst du nicht als diesen Wurf. In der Presse. Das nutzt Gordon Herbert jetzt schon sehr intensiv, auch um Zeit von der Uhr zu nehmen beim Gegner. Alexander Walker, oh, feines Anspiel für die Punkte von Attacke gegen Johannes Thiemann, geht zum Korb und Ejim räumt auf. Haynes findet den Weg. Moritz für Franz und der auch übers Brett zu einem pro Spiel. Schröder über Alexander und Thiemann mit der zweiten Chance. Wagner, die Attacke gegen Dort. Thiemann mit einer Hand. Schröder hat die 1 gegen 1 Möglichkeit gegen Kelly Olynyk. Unten ist Franz Wagner mit dem Mismatch. Schröder jetzt von außen. Und einen sehr guten Job im Halbfeld, geduldig die Option zu finden. Auch dass Dennis Schröder dann nicht sofort aufs 1 gegen 1 geht, sondern erst die anderen Optionen sucht, um dann den Wurf am Ende per Pass zurückzubekommen. Das sieht schon sehr. Mit Dylan Brooks, extra Pass für Kelly Olynyk. Also wann immer die Kanadier. Das sind normalerweise seine Situationen. In der Transition, hier hat er das schnelle Mismatch gegen Mauro Loh. Rein in die Zone, alles wild, aber mit purer Kraft durchgesetzt. Und Franz Wagner mit dem Defensiv-Rebound. Wagner in der Transition durch alle hindurch mit der linken Hand. Unaufhaltsam. Shai Gilgeous-Alexander mit dem Crossover, Dylan Brooks aus der Ecke.
mit dem Airball und RJ Barrett in Transition. Da ist er schwer zu stoppen, findet Dwight Powell in dem Fall und der mit dem Offensivfoul.